Christoph, du darfst heute gar keine Episode hochladen, du bist gestorben! Du darfst nichts hochladen! Ja, darf ich. Doch, ich habe das mit dem kompletten Hero-Team abgesprochen. Keiner hat ein Problem damit, mich endlich mal aus dieser unfairen Situation irgendwie rauszulassen. Deswegen gilt die Todesregel jetzt heute für mich nicht. Ich darf diese Episode veröffentlichen und werde hoffentlich auch endlich gerettet. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und für die Sadisten wird das hier jetzt wohl eine etwas weniger erfreuliche Folge, ne? Mit deinem scheiß Dubstep! Eine epische Rettungsaktion, gesponsert bei Zimbel Industries. Gemeinsam mit unserem Freund Kedoson versuchen wir Kedoson zu retten, obwohl wir es auch ohne Kedoson tun, weil Kedoson gerettet werden muss. Ja, denn ich bin so das Kleinkind des Hero-Projekts und der Zombie hat sich als einer der wenigen edlen Recken und Ritter dieses Gemeinschafts Projektes auf YouTube dazu entschieden, mir dem kleinen, hilflosen, nackten Mann, der immer wieder respawnt, weil er an Hunger stirbt, zu helfen. Ja, aber ich muss kurz noch essen, ich habe meine Kisten sind alle durcheinander. Deswegen warte ich auch gerade noch, bis ich auf den Server gehe. Ne? Also, okay. Ich warte, bis er eine Kiste mit Essen in diesen Raum gestellt hat, wo das eine Portal hinführt, das bei mir in der Nähe ist, damit das einfach jetzt nicht nochmal passiert. Weil ganz ehrlich, dreimal in Folge an Hunger zu sterben, ist peinlich genug. Und warst nicht sogar du, dass der am Anfang gesagt hat, irgendwie im Projekt so an Hunger zu sterben, wäre schon so die peinlichste Sache, die laufen kann? Ja, habe ich. Ja, ne, da siehst du mal, da habe ich deine Erwartungen, glaube ich, ganz gut erfüllt. So, ich habe Essen und ich muss selber gerade mal was essen. Ne? Gut, dass ich Essen dabei habe. Lecker. Oh, jetzt habe ich kein Essen mehr, doch. Kornkrafter sollte sich ja eigentlich mal ums Essen gekümmert haben. Ja, schreiben wir ihn einfach an und meckern ihn an. Das war auch so in den Kommentaren, so von wegen so, ja, Kornkrafter ist eigentlich schuld, der hat nicht für Essen gesorgt. Aber ich bin ja auch in die Stadt reingerannt und habe einfach irgendwo ein Karottenfeld oder sowas gesucht, aber es war nichts da. Eigentlich darf ich von dem Prinzip her keine Kiste in Peters Haus platzieren, aber ich ignoriere es gerade mal und warte jetzt, bis kannst du kommst. Kann ich jetzt reinjoinen? Ja, wir sind verbündet mit Debitor. Okay, ich denke, ich habe Debitor einfach in Skype gefragt, sage ich mal. Vor 3 Tagen schon haben wir das abgeklärt, vertraglich, schriftlich unterzeichnet. Und ich baue die Kiste sofort wieder ab. So, und respawn. Okay, ich habe direkt wieder Hunger. Ich muss, hier, da ist die Tür. Oh, ich habe schon wieder das Gefühl, es gibt 2 Eingänge. Es gibt 2 Teleporter. Naja, eins wird schon das Richtige sein. Bin ich falsch? Bin ich richtig? Ich bin, glaube ich, falsch. Du bist falsch. Geh durch die andere. Das ist jetzt halt auch wieder gewesen. So. Essen! Melonen! Ich nicht, aber. Melonen, ich nehme Melonen! Oh Gott, okay. Leute! Wir haben es geschafft. Ich hätte halt Brot genommen, weil Brot mehr Nahrung gibt, aber. Ja, aber ich will das jetzt episch gestalten. Ich will jetzt die ganze Zeit nur essen, die ganze Folge lang. Okay. Ja. Ich sehe dich übrigens immer noch nicht, aber schön, dass du existent bist. Ich bin. Siehst du nur eine Melone in der Luft rumhüpfen? Ich sehe nicht mal die Melone, ich höre nur das Essensgeräusch. Und wie die Kiste auf und zu geht. Ich nehme einfach jetzt alles Essen raus. Tschüss! Ja, dann habe ich kein Essen mehr übrigens. Oh, Moment, dann gebe ich dir was zurück. Ah, ich sehe dich. Hi. Jetzt siehst du mich? Schön. Ja. Ich nehme mal so 16 Brot mit, ja? Einfach so zur Sicherheit, weil sonst... Boah, da können wir jetzt aber mal wirklich dem Zombie geschlossen danken. Ja, die Äpfel kannst du auch behalten, hast du wenigstens mal was. Oh, Äpfel gibt's auch noch, wie Schneewittchen. Das ist ja super. So. Boah, bin ich froh einfach, wie angenehm das ist, mal wieder so stehen zu können in dem Projekt und zu wissen, ich sterbe nicht innerhalb der nächsten 3 Sekunden. Wer weiß. Und es regnet. Das ist jetzt hier ein böses Monster. Meine Rückkehr in Stadtblau. Und es regnet. Hat das was zu bedeuten, dass du das organisiert? Nein, habe ich nicht. Diese Willkommen. Du hättest aber übrigens auch in dein Haus gehen können. Hier sind 31 Brot. Das hättest du sogar geschafft. Oh, das... stimmt. Ja, damit hatte ich nicht gerechnet. Das ist nämlich so, dass ich war ja... Also, bevor dieser ganze Hunger... da ist eine ganze Rüstung drin. Schau mal. Diese Hungerliaison angefangen hat. War ich ja in Stadt Lila und wurde von Revi dann unrechtmäßig getötet, obwohl es eigentlich ein fairer Zweikampf hätte werden sollen. Aber ist es dann doch nicht. Jedenfalls war er so freundlich und hat mir meine ganzen Sachen zurückgebracht, weswegen ich auch direkt wieder wie gut sich das anfühlt, die Rüstung anzulegen. Und das wusste ich ja nicht. Ich dachte, in diesem Haus hier wäre nichts mehr drin, weil ich hatte meine Truhen ja schon weggebracht. Na gut. Naja. Und ich schulde Kev übrigens, glaube ich, 2 bis 3 elektrische Essenzen oder so, aber die gebe ich ihm mal, wenn ich gemeinsam mit mir aufnehme, weil er da irgendwo ein Portal hingestellt hat. Jedenfalls, Dankeschön, Zombie, Dankeschön. Bitteschön, ich repariere gerade mal meine Rüstung. Es ist so wundervoll. Unbreaking Protection Sultether. Ich kann gerade einfach nur rumstehen und mich freuen.
So, ich geh mal. Ich habe mal eine Frage an dich. Ist es eigentlich so, Pinky Stinky, ja, also mein geliebtes Chocobo, muss das noch bei dir im Gehege bleiben oder könnte ich das inzwischen auch zu mir nach Hause mitnehmen? Solange es in der Stadt ist, ist es doch sicher. Kannst du es hinstellen, wo du willst. Okay. Pinky Stinky. Ist das noch relevant für die Zucht? Nee. Nicht mehr. Okay, gut. Das ist das Wichtige, weil ich habe immer Angst, wenn ich es irgendwo hin, woanders hintrage, dass es halt stirbt. Und deswegen wollte ich das kurz abklären, ob das denn noch relevant ist. Nee, alles okay, alles gut. Ja, du wolltest mit mir über den Untergrund reden, habe ich gehört. Ja, dann wolltest du mir irgendwas erzählen. Ja, genau. Ja, das mache ich jetzt gleich. Okay, ich bin gespannt. Ich sortiere währenddessen einfach mal in der Folge meine Kiste. Genau, ich renn auch mal runter. Du bist ja gerade eben auch erst aufgestanden. Also nicht wundern, wenn der Michael ein bisschen auf Valium wirkt. Hey. Ich bin doch gar nicht müde. Ich bin total Minecraft. Wie so kleine Kinder, die immer so tun wollen, als wären sie nicht müde, dann schlafen die irgendwo ein. Ja. Oder Hunde. Bei Hunden passiert das ja auch ab und zu. Da gibt es ja auch so lauter Videos, wo die Hunde plötzlich irgendwo einpennen. Ja, wenn da Welpen immer so, Energie. Ich habe jetzt übrigens erst rausgefunden, dass man craften kann, indem man irgendwie den Rechtsklick oder so, dass man gar nicht mehr alles einzeln drücken muss. Ich finde das jetzt erst raus. Oh, okay. Hey, ja. Ja, peinlich, aber okay. Es ist nicht zu spät, Minecraft zu lernen, ne? Vor allem, wenn man irgendwie ich nenne es jetzt einfach mal, das größte Minecraft-Projekt auf YouTube rumschimmelt. Deutschen, dem größten deutschen Minecraft-Projekt auf YouTube. Das hast du jetzt aber, du bist ein richtiger Bürokrat, ne? Dem größten Minecraft. Deutschen, verdammt, nenn die Informationen korrekt. Gut. Du kannst mir doch bestimmt sagen, ob irgendwelche meiner Items, was ein Riftblade, das macht diese Doors, ne? Dinger, ja. Ja, ein Lilypad of Fertility, das macht so, dass man, ne, wie Wasser halt, dass es wächst und so Zeug, oder? Lilypad, meinst ja. du? Ja. Das kannst du auf Wasser legen, da wächst dieses Blumenzeug schneller. Ah, okay, ja. Das dachte ich mir schon fast. Magic Mirror ist auch irgendein Käse. Ich habe so viele Sachen, ich muss mich, also das Sortieren, das übernehme ich irgendwann mal, sobald ich es irgendwann übernehme. Jetzt wollte ich gerade eigentlich was anderes suchen, denn ich wollte etwas machen. Etwas Kleines, Witziges in dieser Folge, aber dafür brauche ich Holz. Ich nehme mal meine Axt mit, wie wäre das? So, da ist Holz. Bumpedumpedum. Und meine Höhle werden wir natürlich auch ausbauen im Verlaufe der nächsten Episoden. Ich weiß, ich kündige das seit 8 Episoden an, aber... Ja, ich werde es irgendwann tun. Vertraut auf mich und meine Worte. Jedoch wird es irgendwann tun, ihr habt es gehört. Seid bereit. Habe ich noch irgendwelche Flugstäbe irgendwo rumfliegen? Ich hatte doch mal Flugstäbe. Ach, die sind bestimmt irgendwo verloren gegangen, als ich gestorben bin oder so. Oh. Oh Mann, alles geht verloren bei mir. Aber du hattest noch elektrische Essenzen, du könntest welche basteln. Ja, aber ich brauche noch eine Magic Essenz-Gedöns-Kram. Das muss ich kurz gucken, ob ich da irgendwas am Start habe. Eine Uhr, ich habe eine Uhr. Das ist doch bestimmt das härteste. Oh mein Gott, ich habe das Fenster offen gelassen. Das heißt, zum einen hört jetzt die ganze Nachbarschaft, was wir gerade eben plappern. Oder was ich plapper, es wirkt nämlich, als rede ich mit mir selbst. Ja, die wissen doch, was Skype ist. Naja, das wissen die doch. Und zum anderen geht hier gerade eben so ein richtig kühler Windhauch rein. Und es wird also jetzt im Verlaufe der Aufnahme für mich immer kälter. Nicht wundern, wenn ich erfriere. Kenne ich hasse offene Fenster. Offene Fenster sind mein Kryptonit. Okay, das ist gut zu wissen. Da sterbe ich immer dann. Wenn ich dann irgendwann mal bei dir übernachte, mache ich alle Fenster Livestream auf. Livestream entsprechend noch gesagt, wir werden wahrscheinlich morgen erst streamen, aber ich muss halt schauen, wie es sich ergibt. Ich werde auf jeden Fall noch mal ein extra Video dann hochladen. Hey, ich streame doch jetzt an dem und den Tag oder so. Und ich streame vielleicht auch irgendwann morgen. Ich habe ja wir gesagt. Ja, stimmt. Ja, morgen wäre eigentlich so am passendsten. Weil heute Abend bin ich, also in Moskau ist gerade ein großes Volksfest. Ihr wisst ja, ich bin umgezogen nach Russland. Und, also nicht ein großes Volksfest, das ist eher so ein Underground-Ding. Und da werde ich eben gucken. Boah, ich glaube, ich habe keine Magic Essence mehr am Start. Hallo. Ja, ist jetzt egal, meinen Flugstab, den mache ich mir irgendwann mal wieder. Vielleicht übersehe ich auch gerade eben nur alles. Ich bin mir ziemlich sicher, ich übersehe eigentlich einfach nur alles. Ketos, der Mann, der alles übersieht. Ja, das ist mein Skill. In Hero. Okay, jetzt gehe ich erstmal wieder nach oben. Ich habe ja mein Chocobo, mit dem ich gerade durch die Gegend fliegen kann. Alter, wird das kalt hier drin. Alter, habe ich keine Übersicht, wo ich mein ganzes Essen habe.
Das auch nicht, das habe ich auch nicht. Ich bin bei 19,5 Grad, mal gucken, wo wir in 10 Minuten stehen. Dann könnt ihr mir die Abkühlungsgeschwindigkeit meines Zimmers anhand dem Winkel des Lufteinzugs berechnen. An alle Mathematikstudenten da draußen. Das kommt bestimmt toll. Gesundheit. Danke. Pinky stinky. So, zurück in die Stadt. Da sind also meine Waffen drin, das ist schon mal schön zu wissen. Und dann bringen wir uns noch um die Episode, oder? Gegenseitig. So, runterspringen, ohne goldene Feder, komplett nackt und sterben. Klingt haben wir, cool, haben wir ja. Okay. Das wäre auf jeden Fall was Unterhaltendes. Das wäre super. Selbstmord. Massensuizid. Wenn da mehr Leute einschalten, bringe ich mich gerne selbst um. Hui, hey yo, so. Jetzt muss ich das mal... Oh, mein Haus ist so eine Krüppelveranstaltung, das ist... Das ist nur nicht fertig gebaut. Jetzt beleidige nicht mal dein Haus hier. Doch, ich beleidige mein Haus. So, ich brauche mal hier ein bisschen Holz. Ja, nicht fertig gebaut seid. Das ist ja auch die traurige Sache. Man sieht allein, wie weit ich im Hero-Projekt bin, daran, dass du deutlich später oder 20 Folgen später eingestiegen bist und mehr Folgen hast als ich. Ich glaube, das spricht schon Bände. Ich habe halt nur, einmal habe ich nur eine Folge ausgelassen. Sonst habe ich jeden Tag immer, wenn es ging, eine gebracht. Also halt auch so, wenn ich gestorben bin, aber eine habe ich mal absichtlich ausgelassen. Ich böser Bube. Oh nee, Moment, ich muss es anders umschreiben. So. Ja, der Kedos macht keine halben Sachen, meine lieben Zuschauer. So, jetzt tun wir... Damit wäre es gegründet, Zombie. Dein eigener Untergrund. Nee, nicht mein eigener Untergrund. Du hast doch über irgendeine Stadt mal geredet in der Folge, meinst du die? Ja, ich hab ein kleines Dorf irgendwo, wo ist denn das? Da müsste ich mal wieder vielleicht vorbeischauen, was meine Untertanen da so machen. Das ist Dorfus Anal Verquertus, aber jetzt... habe ich meinem Haus einen ganz neuen Sinn gegeben. Okay. Kannst ja mal vorbeischauen, wenn du möchtest. Ja, wenn ich nicht gerade nur Emerald Splitter irgendwie zusammenstecke, dass ich mehr Platz in meinen Kisten habe. Also ich komme in der Minute, heißt es. Okay, das ist okay. Eine Minute Verspätung ist in Ordnung, aber mehr will ich dann auch nicht mehr wirklich sehen. Ne? Sonst werde ich sauer. Das willst du ja nicht. Nee, das will ich echt nicht. So, dann schaue ich mal bei dir vorbei. Ich muss mich stolz daneben stellen. Mit dem Schwert in der Hand. Das wird jetzt so ein Foto für die Zeitung. Mach bitte eine Fotomontage. Bup, bup. Wo bist du? Ach hier, da kommt er angeflogen. Hi. Übergrund, Hauptquartier. Oh, interessant. Ja, der Übergrund mit inklusive einem Mitglied. Nee, ich habe das mal als Witz auf Twitter gemacht und jetzt ich bin der Übergrund, Zombie. Krass. Ja, und du bist bei dieser Sternstunde in Minecraft Hero dabei. Wie der Übergrund gegründet wurde. Also ich muss ja sagen, der Name wurde nicht von mir erfunden. Das war, ich habe erst so Witze gemacht von wegen... Dann habe ich geschrieben, die ganze Witze sind nicht unter aller Sau, sondern unter aller Grund. Aha. Und... dann dachte ich mir halt so, komm, ne? Wenn jeder irgendwelche Diktaturen, Städte und Untergründe gründet, dann gründe ich halt jetzt den Übergrund. Ich weiß noch nicht, was der bringen soll und wo der genau positioniert ist, aber er hat ein Hauptquartier und ein Mitglied. Somit ist er schon mal da. Existent, ja. Ja, das muss man halt, das sieht nicht gut aus so. Das sieht nicht gut aus so. Und jetzt werde ich mich halt darum kümmern, mir hier ein schönes Hauptquartier zusammen zu ballovern und dann ein Hauptquartier zusammen. Ja, ein Hauptquartier wird irgendwie gemacht und dann ist gut, ne? Geht das auch so? Ich glaube, das kann man anders hinsetzen. Ich probiere das jetzt mal aus. Jo. Also damit habt ihr schon jetzt mitbekommen, was in meinen nächsten Folgen passiert. Langweilige Scheiße, die niemanden interessieren wird. Aber so in etwa. Hallo, ich habe auch langweilige Scheiße, die mich interessiert. Aber du bist so sexy, yo. Oh, yo. Du bist der Schlecker des Hero-Projekts. Jeder will an deinen Haaren schlecken. Ojo! Oh, ojo! Das ist ein Water-Stuff. Kannst du dir mal für eine Aufnahme einen Pferdeschwanz binden? Ich? Mir? Ja. Warum? Keine Ahnung, das würde bestimmt interessant aussehen. Findest du nicht? Nein, wenn man es nicht sehen würde. Aber das wäre dann so Schlagersänger-mäßig so ein bisschen. Ich glaube, das wäre schön. Wird eher nerdig aussehen. Weißt du, wie viele Nerds immer mit einem Pferdezopf rumrennen? Ja, und dann am besten noch so eine richtige, dicke Hornbrille dazu. Dein Weltbild ist völlig zerstört, Kedos. Entschuldigung, ich bin auch noch nicht lang wach. Das ist jetzt meine Entschuldigung für Ich bin kürzer wach, ja. Okay, du bist kürzer wach. Keine Ausreden hier. Oh, wir haben schon 14 Minuten, cool.
Cool, 14 Minuten, in denen schon so, also ist ja wirklich viel passiert. Der Übergrund wurde gegründet. Ich lebe wieder. Der Übergrund wurde gegründet. Ich guck, was ich Schönes geschrieben hab. Ah, meine Audioaufnahme spinnt. Schaut bei Kedos. Hallo, liebe Menschen, die nur schauen, weil seine Audioaufnahme spinnt. Oh, warum hat das mein Mikrofon immer? Also du hörst mich ja noch, ne? Ich hör dich noch, ja? Ja, aber mein Mikro deaktiviert sich eine Millisekunde und deswegen nimmt mein Aufnahmeprogramm mein Mikrofon nicht mehr auf. Das ist mega nervig. Schon mal daran gedacht, neues zu kaufen? Das liegt ja nicht am Mikro, keine Ahnung. Boah, inzwischen wird es so kalt, dass meine Nase anfängt zu laufen. Ich würde aber gerne wieder gehört werden. Ja? Deswegen mache ich kurz einen Mini-Aufnahme-Cut. Rein. Oh Gott! Habt ihr eine Sekunde nicht von mir? Oh. So, hallo, jetzt hört ihr mich wieder. Ich werde es wahrscheinlich im Video irgendwie editieren oder vielleicht rede ich nochmal eine Audiospur drüber, dass ihr ein bisschen Blabla habt. Also, ich würde dir anbieten, meine Audiospur von dir zu schicken, aber da ist mein Minecraft-Sound drin und das kommt dann bestimmt auch irgendwie ein bisschen komisch. Nee, einfach super stark empfohlen. Öffnet die Folge von mir und Kedos gleichzeitig. Wir haben gleichzeitig aufgenommen. Schaut einfach bei Kedos, alles habt ihr die komplette Stimme von mir. Ich hab's verkackt, tut mir leid. Das ist einfach verschissen, Mann. Schämst du dich eigentlich nicht? Doch, ein bisschen. Ich weiß nicht, wie lange meine Stimme weg war. Kann ja sein, dass die jetzt 5 Minuten weg war oder so. Seit Anfang der Folge einfach. Schlicht und ergreifend war seine Stimme weg. Nee, die ersten paar Sekunden war es auf jeden Fall da. So die ersten. Dieser Fehler, der wieder auftaucht. Ich hasse mit Mikro. Was hast du denn aktuell für ein Mikrofon? Das Rode NT Blabla. NT Blabla. Das ist das neueste Modell, das gibt's nur für Zombie. Ja, kannst du das nicht irgendwie einsenden oder sowas? Oder mal hier und da und ein bisschen stressen? Ich weiß nicht, ob es am Mikrofon liegt oder am Mischpult. Könnte an beiden liegen. Boah, ich hab schon wieder diesen Bug, dass sich der Block nicht richtig hin. Oh Mann, ist das nervig. Und es kommt ja eigentlich super selten. Eigentlich nur, wenn ich das Mikrofon irgendwie bewege, kommt das mal. Ach, keine Ahnung. Ja, da hat's ja vielleicht einen Wackelkontakt oder sowas. Ja, maybe. Irgendwas wackelig. Ist das nervig. Irgendwas Wackeliges eben. Soll ich jetzt die restlichen 5 Minuten meiner Folge noch weiter sortieren oder soll ich irgendwo nach einem Schiff suchen? Jetzt habe ich keinen. 5 Minuten haben wir noch circa, oder? 4? So in etwa. Ich bin ja auch ein bisschen später auf den Server drauf. Also ich bin jetzt bei meiner Audioaufnahme auf 17. Da ziehe ich immer so eine Minute ab. Ja, machen wir noch so 3 Minuten, denke ich, und dann soll das irgendwie. Ja gut, dann brauche ich nicht mehr irgendwohin losgehen. Sollte das irgendwie passen. Wir wollen ja vor allem zusammen, sobald mal der Server geupdatet wird, wollen wir ja direkt in den Twilight Forest reinhüpfen, oder? Ja. Ja. Nett. Das wird unsere Mission. Ja. Gesponsert bei Übergrund Official. Übergrund Official. Ja, das ist das Label. Wir vermarkten so talentierte Musiker wie Justin Bieber, ungeborener Sohn. Also wir haben die Rechte im Voraus auf Justin Bieber, so Justin Biebers Sohn. Man merkt, es ist früh, oder? Also es ist gerade eben 14.37 Uhr. Für einen YouTuber ist das, also für mich zumindest, eine frühe Aufnahmezeit am Samstag. Viel zu früh. Also viel zu früh, eindeutig. Also es wird noch viel zu tun geben. Es gibt doch, glaube ich, auch irgend so einen Boss, so eine Schildkröte, von der immer wieder in den Kommentaren getextet wird. Weil mir fehlen irgendwie so Herausforderungen von Hexit an sich. Weil die Golems, ganz ehrlich, das ist ja. Also Kindergarten, wenn man die Rüstung hat, ja. Das ist, da brauchst du nur draufhauen. Das ist doch scheißegal, ob der dich trifft oder nicht. Das ist ein Witz. So wie Mario Barth, der macht Witze und ist ein Witz. Warum disse ich den eigentlich gerade die ganze Zeit, wenn das sein Management erfährt? Mann. Ja, bitte? Ich weiß nicht, was du gegen ihn hast. Doch. Weiß ich schon, viel. ich weiß viel. Nichts Effektives. Ja, das ist das Hauptproblem. Ich weiß nicht, aber was ich sagen wollte. Ach ja, ich mache ja gerade eine Braustation. Dann sind wir noch stärker. Was machen wir mit einer Braustation? Erkläre dich. Tränke. Tränke der Heilung, Tränke der Schwäche, da kann man dann auf ihn werfen, dann kriegt er mehr Schaden dadurch. Dann geben wir uns Tränke der Stärke, dann machen wir 360% mehr Schaden. Oh. Sowas. Sollte dann. Das heißt, damit können wir dann richtig battlen. Damit sollten wir vielleicht im PvP einen Vorteil haben. Vielleicht, falls die anderen nicht genauso schnell die Tränke. Ich bin ja auch schon fleißig am PvP üben, wie man ja in meinen PvP-Videos sieht. Aber ich hab dir ja vorher schon erzählt, wenn ich so spiele, und das ist mir heute wieder aufgefallen, heute Morgen und gestern, One in the Chamber, 24 Kills, eine Runde gewonnen. Nee, nicht One in the Chamber, Rage Mode war's. Gut, ist jetzt nicht auch der schwierigste PvP-Modus, finde ich, weil man nichts nebenbei craften muss oder so. Aber ich könnte, wenn ich wollte und nicht immer nebenbei kommentieren würde. Okay, dann, also, ihr habt's gehört, Kedos wird ab jetzt nicht mehr in seinen Videos reden. Nie mehr. So Walkthroughs. Ja, richtig, das kommt bestimmt auch deutlich besser an. Hat auch neulich jemand geschrieben, bei dir schaue ich kein PvP mehr. Habe ich geantwortet, ja. Kann ich verstehen, schaut man lieber bei jemandem, der gar nicht kommentiert und das 8 Stunden am Tag übt und sich auf die nicht vorhandene E-Sport-Szene von Minecraft vorbereitet. Hat Minecraft keine?
Ich glaube nicht, oder? Gibt's eine Minecraft-E-Sport-Szene? Das wäre natürlich eine Überlegung wert, weil ich meine, inzwischen gibt's ja so viele PvP-Modi. Ich finde PvP aber in Minecraft sehr unausgeglichen, deswegen würde ich nicht cool finden, wenn es eine gäbe, aber... Ja, ja. Die Leute, die Minecraft-PvP mögen, würden sich natürlich freuen. Obwohl es tatsächlich, also der Stegi, kann man ja mal so nebenbei erwähnen, der macht ja jetzt so ein großes Frag-Movie, also wenn ich weiß, was ein Frag-Movie ist, das kommt eigentlich großteils aus der First-Person-Shooter-Szene, also Battlefield, Call of Duty oder so, dass man sich eben filmt, wie man voll die krassen Multiplayer-Runden spielt und dann da Dubstep-Mucke drunter lädt und das editiert und sowas. Und sowas macht der Stegi jetzt bald wieder mit euren Gameplays auch, die ihr dort einsenden könnt, so nebenbei mal erwähnt. Krass. Krass, ne? Was ich hier so für Cross-Promo betreibe, ist ja der offizielle Begriff für alle für deine Untaten. Für meine Untaten vor allem, ja. So, ich habe ein ganzes Essen mal zusammengesucht. Schau mal, ob ich eine leere Kiste finde. Ah, das ist eine leere Kiste, da kann ich. Wir müssen echt mal irgendwie Conny motivieren, dass der mal irgendwann was fürs Essen tut. Der ist so eine. Also ich hoffe, der will keine Kinder oder sowas. Wenn die dann, Papi, ich hab Hunger. Ja, kriegst du übermorgen. Ja, ich mach das schon im nächsten Monat irgendwann mal. Ich kümmere mich da drum. Irgendwann so bei deiner nächsten Mutter dann. Weil er ja auch irgendwie bei mir als Königin okay, nichts gemacht. Unsere Folge ist zu lang. Ja, ich glaube, so langsam müssen wir sie wirklich beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank an Zombie nochmal für die Rettungsaktion. Bitteschön und danke für meine kaputte Audiospur. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Gerne. Die habe ich ja kaputt gemacht. Ja, okay, das ist schuld. Ja. Flamed ihn unter seinem Video, weil ihr es eh schaut, weil da der gesamte Ton ist. Genau, ihr seid überkrass für den Übergrund. Yo! Yo!